Ich kann mich zu 1000% auf dich verlassen. Ich will dich kennenlernen. Ich will Zeit mit dir verbringen und ich will nichts anderes mehr. Und das weiß ich jetzt zu 1000%. Jetzt ist ein Problem, was du wieder hast. Und dann denkt er wieder, ach, vielleicht doch noch. Oh Gott. Ich möchte hier rumrennen und einfach Backpfeifen vertanen an fast jeden. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich komme mir gerade wirklich vor, so, wenn sie sich nicht entscheidet, dann nehme ich halt Melissa. Weil Melissa ist halt da. Und Melissa steht immer hinter mir, weißt du, was ich meine? Und wenn du halt die Wahl triffst auf einen anderen Mann, ja gut, Melissa ist ja noch da. Also ich bin da nicht der Depp vom Dienst. Nein. Pietro wartet. Also sag mir mal ganz ehrlich, bist du verliebt? Ich habe Gefühle, ja. Du hast Gefühle. Ist es so, dass du jetzt sagst, boah, das ist der Mann meiner Träume, oder denkst du... Mit den ganzen Aktionen? Nee, natürlich nicht. Ich bin doch kein Mensch, den man immer hin und her schieben kann. Ja, so in den Schrank, ich hol dich wieder raus. In den Schrank, jetzt bist du wieder interessant, ich hol dich raus. Je nachdem, was die zweite Person macht. Ja, genau. Brauche ich dich oder nicht? Die Aussage war nicht richtig, die war nicht ehrlich, dass er sagt, ich habe ab jetzt definitiv abgeschossen, ab jetzt 1000% Melissa. Aber trotzdem ist die Hoffnung irgendwo noch da. Ja. Und jetzt ist sie wieder da, die Hoffnung. Wenn er nicht im Herzen dabei ist, dann bringt mir das alles nichts. Ich kann nicht bei dir richtig einschätzen, wie fest du da drin bist. Wenn ich jetzt nur auf dich schaue, ohne auf ihn zu achten, zerreißt es dich komplett, wenn du ihn jetzt verstehen lassen würdest? Oder ist so, hey, das Leben geht weiter, ich finde meinen Mann. Das ist immer... Und mich zerreißt es eher, wenn ich die ganze Zeit in der Luft hänge. Ah. Wenn ich dir jetzt sagen könnte, ich habe Gefühle für Danilo, würde ich dir sagen, hey, ich habe Gefühle für Danilo. Oder hey, ich habe es nicht zugelassen, ihn auf die andere Art und Weise kennenzulernen. Könntest du es jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich dir sagen würde, ich gebe dir die Chance. Nein. Doch. Nein. Dann mach du das Beste draus. Nein. Doch. Melissa, nein. Doch. Für dich weiß ich das Herzen. Wenn schon du auch, dann mach du das. Nein. Ich kann nicht mehr immer in der Luft hängen. Dafür bin ich mir irgendwo zu stolz und zu schade. Und dann möchte ich lieber, dass die zwei die Chance haben, die Chance nutzen. Und ich werde draußen mit Sicherheit auch irgendjemanden finden, der mich so mag, wie ich bin, akzeptiert und ja. Alle werden mich hassen, deshalb. Ich kann das nicht. Doch, doch. Ich glaube schon. Du hast die Kraft. Du hast den Zauber. Du kannst es schaffen. Manchmal ist halt im Herzen was anderes. Und das können wir nicht vorhersehen. Und auch wenn ich mir das wünschen würde, aber... Komm, Diana, jetzt hast du es so weit gebracht. Freu dich doch mal ein bisschen. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.